Es wird so ablaufen. Erst wird Isabella mich 20 Minuten interviewen und dann umgekehrt, weil mein Buch etwas allgemeiner ist und Isabellas Buch we wesentlich stärker in die Details geht, was in China in der Reform und Öffnung passiert ist. Also Dr. Isabella Weber ist Assistant Professor of Economics, University of Massachusetts in Amherst. Und sie hat zwei Doktortitel, einen in Ökonomie von der New School of Social Research in New York und einen in Developmental Studies in Cambridge. Und es gibt nicht sehr viele, vor allen Dingen in Deutschland nicht Ökonomen, die also Chinesisch können und sich wirklich mit China empirisch auseinandersetzen. Deswegen freut mich das besonders. Das ist das neue Buch, über das wir reden werden. Es ist gerade erschienen, How China Escaped Shock Therapy, The Market Reform Debate. Und ja, ich übergebe jetzt mal an Isabella. Ja, vielen Dank, Felix, und auch herzlichen Dank an Herrn Heinemann für die Einladung heute. Professor Dr. Felix Wemheuer ist Sinologe an der Universität zu Köln, und sein Forschungsschwerpunkt ist die Mao-Ära. Felix hat sich in Wien habilitiert und auch dort promoviert. Und im Kontext dessen, dass wir kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas stehen, ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Felix von 2000 bis 2002 am Institut der Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas an der Volksuniversität in Peking studiert hat und auch sein Wissen der Parteigeschichte immer wieder in die Gegenwartsdebatten einbringt. Felix verbindet in seiner Arbeit enorme empirische Forschung mit einem großen Interesse an Theorie, was nicht immer der Fall ist unter den Historikern und was für mich als Ökonomin seine Arbeit besonders interessant macht. Felix' Publikationsliste ist so lang, dass man ungefähr 3 Minuten durch die Seite scrollen kann. Deswegen möchte ich hier nur ein paar Bücher hervorheben, insbesondere Famine Politics in Mao is China and the Soviet Union, was mit Yale University Press auf Englisch erschienen ist und auf Deutsch unter dem Titel Der große Hunger, Hungersnöte unter Stalin und Mao. Felix' letztes großes Buch ist A Social History of Mao's China. Conflict and Change 1949 to 1976, was 2019 mit Cambridge University Press erschienen ist. Felix hat auch immer wieder wichtige Beiträge geleistet, populärwissenschaftlichere Bücher zu editieren und herauszugeben, um wissenschaftliche Einsichten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In der Hinsicht möchte ich vor allem hervorheben das Buch Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem, was wirklich eine tolle Einführung in die Entwicklung Chinas in den letzten Jahrzehnten ist und, denke ich, wichtige Einsichten der Forschung zu Chinas Reformen einem breiten Publikum zugänglich macht. Heute geht es um Felix' jüngstes Buch, Marktsozialismus, eine kontroverse Debatte, was ein Reader ist, der eine Sammlung von Texten zugänglich macht, die alle sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Perioden mit der Frage des Marktsozialismus auseinandersetzen. Felix hat auch eine wirklich exzellente Einleitung geschrieben, die, denke ich, wirklich eine herausragende Zusammenfassung der Debatten ist und als solche durchaus auch für diejenigen, die vielleicht nicht alle Texte im Einzelnen lesen wollen, hochempfohlene Lektüre ist, falls man sich für die Frage des Marktsozialismus und die Ideengeschichte des Marktsozialismus interessiert. Ich habe 6 Fragen für Felix vorbereitet. Es wird sportlich sein, die in 20 Minuten zu beantworten, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich möchte anfangen mit einer allgemeineren Frage, um zunächst mal das Buch einzuführen. Und zwar möchte ich dich fragen, Felix, was hat dich dazu gebracht, diesen Band zum Marktsozialismus zusammenzustellen?
Und warum sollten wir uns im Jahr 2021 mit den historischen Debatten um Marktsozialismus auseinandersetzen? Was waren deine Überlegungen bei der Auswahl der Texte? Warum hast du diese spezifischen Autoren aus diesen spezifischen Kontexten ausgewählt? Ja, also es gibt ja weiterhin noch zwei ganz große Fragen zu klären. Die eine Frage ist, warum sind bisher alle Anläufe des Sozialismus gescheitert, was mich natürlich sehr interessiert. Und die andere große Frage, wie könnte denn nach diesem Scheitern eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen? Da gibt es natürlich heute von der Commons-Debatte bis zu Degrowth verschiedenste Ansätze. Aber ich denke, man muss das Rad auch nicht immer neu erfinden. Und es sind im 20. Jahrhundert sehr spannende Debatten geführt worden, wo ich hier eine über die Frage, kann der Markt den Sozialismus retten, das in dem Buch dokumentieren wollte. Ja? Und wie habe ich die Texte ausgewählt? Also ich wollte keine Übersetzungsarbeit leisten. Die Texte sind schon mal vorher auf Deutsch erschienen und sie waren relativ unproblematisch zugänglich. Und dann habe ich thematische Auswahl getroffen, also ein Block, das erste Kapitel, ist die neue ökonomische Politik in der Sowjetunion 1921 bis 1928, die Lenin ja eingeführt hatte nach dem Scheitern des Kriegskommunismus und den Bauernaufständen, wo man dann versucht hat, den Austausch zwischen Stadt und Land wieder über den Markt zu regeln. Und das Kapitel heißt taktischer Rückzug oder Modell für den Wiederaufbau oder Aufbau des Sozialismus. Und um es zu sagen, also die bolschewistische Führung sah das natürlich eher als taktischen Rückzug und hat auch den Begriff Marktsozialismus nicht verwendet. Und 1929 war dann ja auch Schluss, als Stalin die Kollektivierung eingeleitet hat. Den zweiten innerlichen Schwerpunkt der Texte, die ich gewählt habe, das ist ein ganz zentraler Punkt der Debatte war, dass die Anreizsysteme im klassischen System der sowjetischen Planwirtschaft falsch gesetzt waren. Und das ist vor allen Dingen eine Debatte aus den 1960er Jahren, die Frage, welche Rolle der Markt, aber auch Lohnpreis, Profit in der Planwirtschaft spielen können, um die Wirtschaft effizienter zu gestalten und die Produktivität zu erhöhen. Und der dritte Block ist dann das neue ökonomische System der Planung und Leitung in der DDR. 1963, manche sagen nur bis 65, andere bis 71, bis zum Sturz von Walter Ulbricht. Das ist natürlich auch eine interessante Phase, wo die Wirtschaftsreform sehr weit ging. Und zwei andere Länder durften bei der Auswahl der Texte natürlich nicht fehlen. Einmal das jugoslawische Modell, wo ja Jugoslawien unter Tito schon ab Anfang der 50er Jahren mit der Arbeiter-Selbstverwaltung einen eigenen Weg gegangen ist. Und natürlich die Reform und Öffnung in China, die das letzte Kapitel darstellt. Und ich wollte jetzt nicht das abschließende Urteil fällen, sondern die Debatte dokumentieren. Das heißt, ich habe auch Texte reingenommen, die also ausdrücklich diese Marktreform kritisieren, wie zum Beispiel Stalins Kritik an Bukharins Konzeption der neuen ökonomischen Wirtschaftspolitik oder auch die Kritik am jugoslawischen Modell des trotzkistischen Ökonomen Ernest Mandel. Also die Debatte sollte in ihrer ganzen Kontroverse dargestellt werden und der Leser möge sich natürlich und die Leserinnen auch noch selber ein Urteil bilden. Ja, danke Felix. Ich denke, das gibt uns schon mal einen guten Überblick. Wie unterscheiden sich denn deiner Ansicht nach die marxsozialistischen Ansätze von orthodoxeren sozialistischen Ansätzen? Und welche großen Strömungen siehst du über diese verschiedenen Perioden hinweg, die sich vielleicht wiederholen? Und was sind die Kernfragen in der Debatte über Marktsozialismus deiner Lesart nach? Ja. Also einmal ist natürlich der Begriff Marktsozialismus nur ein Chiffre. Also ich habe auch gesagt, zum Beispiel Lenin hat die neue ökonomische Politik nicht als Marktsozialismus bezeichnet und auch die Reformer in der DDR haben in den 60er Jahren diesen Begriff abgelehnt. Es gab dann Bezeichnungen wie zum Beispiel sozialistische Warenwirtschaft, Anfangsphase des Sozialismus. In Ungarn hieß es neuer Mechanismus. In der DDR die Einsetzung ökonomischer Hebel und so weiter. Es gab dafür andere Worte
und verschiedene Worte in verschiedenen Ländern. Aber gemeinsam waren diesen Reformen erstmal auch eine Kritik an dem klassischen Modell der sowjetischen Planwirtschaft. Und dieses Modell, was in den 30er Jahren errichtet worden ist in der Sowjetunion, war, denke ich, auch erfolgreich im Sinne einer nachzuholenden Industrialisierung und auch Kriegswirtschaft, Stichwort der deutsche Sieg über Nazi-Deutschland. Aber Mitte der 50er Jahre waren dann also viele sozialistische Staaten in der Krise. Und das klassische Modell zeichnete sich natürlich aus durch eine zentrale Festlegung fast aller Preise, der Löhne, der Investitionen durch einen Staats- und Kollektivsektor, zwischen dem noch ein Warenaustausch stattfand. Und es gab auch noch Märkte, wie zum Beispiel kleinere Bauernmärkte in der Sowjetunion. Aber die klassische Vorstellung war, dass mit fortschreitenden sozusagen der Durchsetzung des Sozialismus, die Warenproduktion, der Markt, das kollektive Eigentum, alles verschwindet. Das hat Stalin in den ökonomischen Problemen des Sozialismus ausgeführt. Und am Ende steht dann praktisch eine einheitliche Staatswirtschaft, und Sozialismus wurde gleichgesetzt mit Planwirtschaft. Ja. Und was waren jetzt die Probleme mit diesem System? Und da gibt es, glaube ich, bei dieser Problemanalyse auch große Überschneidungen in den einzelnen Ländern. Und eine sehr wichtige Phase war so die erste Hälfte der 60er Jahre, wo es also angestoßen durch die sogenannten Liebermann-Reformen in der Sowjetunion dann auch, wie gesagt, Reformversuche in anderen Ländern gab, auch in China. In vielen Ländern wurden sie nach dem Prager Frühling und seiner Niederschlagung 1968 abgebrochen und in China schon 1966 mit der Kulturrevolution. Was war sozusagen jetzt die Hauptkritik an diesem sowjetischen klassischen Modell? Einmal wurde argumentiert von den Reformern, dass die Anreize sowohl für die Unternehmen als auch für die Belegschaften falsch gesetzt waren. Die berühmt-berüchtigte Tonnen-Ideologie, dass Planziele vor allen Dingen nach quantitativen Kriterien festgelegt worden sind. Da gibt es das schöne Theaterstück von Peter Hacks von 1962, Die Sorgen und die Macht, wo also eine Koksfabrik den sozialistischen Wettbewerb gewinnt und große Prämien einfährt, aber dann die Glasbläserei die Produktion einstellen muss, weil der Koks so schlecht ist, dass sie damit kein Glas brennen können. Der Begriff Soft Budgeting wird Janosch Kornay zugeschrieben, dem berühmten ungarischen Ökonom, aber er taucht auch schon in den 60er Jahren in Beschlüssen der SED auf, soll heißen, also ein weiches Budget, das also auch wenn die Betriebe Verluste einfahren, Ressourcen verschwenden und so weiter, droht eigentlich keine Konsequenzen. Und es gibt dann auch einen ständigen Versuch, die Pläne runterzuhandeln oder so niedrig festzulegen, dass man sie leicht erreichen kann. Insgesamt war die Kritik, also es gab natürlich verschiedene Bonussysteme, aber die wurden eigentlich fast nur, wenn überhaupt, zur Belohnung und nicht zur Bestrafung von Unternehmen eingesetzt. Und der sowjetische Ökonom Liebermann hat zum Beispiel auch identifiziert dieses Problem des Hortens von Ressourcen durch die Betriebe, eine typische sozusagen Auswirkung der Mangelwirtschaft, dass die Betriebe Rohstoffe oder auch Ersatzteile und so weiter und qualifizierte Arbeitskräfte gehortet haben, weil sie dachten, ja, vielleicht später gibt es die nicht mehr. Das natürlich den Mangel verstärkt hat und gleichzeitig diese Ressourcen auch oft vor den zentralen Behörden geheim gehalten wurden, dass sie nicht in den Plan einbezogen worden sind und im Fall eines Mangels dann verwendet werden konnten. Ja. Und was gibt es sozusagen für Gemeinsamkeiten für die Vorschläge, wie diese Probleme jetzt gelöst werden sollten? Es gab natürlich Besonderheiten, zum Beispiel Jugoslawien und Polen haben schon in den 50er bzw. 60er Jahre die Landwirtschaft weitgehend dekollektiviert und den Austausch mit dem Land über dem Markt geregelt. Generell wollten die Reformer den Kollektivsektor stärken und auch in gewissen Grenzen einen privaten Sektor zulassen, um gewisse Mangel im Konsumsektor auszugleichen. Und ganz zentral war also die Idee der Unternehmensreform. In Jugoslawien ging es am weitesten.
Aber auch in Ungarn ist man da relativ weit gegangen. Die Unternehmen sollten mehr Autonomie bekommen. Damit waren größere Entscheidungsfreiheiten verbunden und sie sollten auch entscheiden können, wie sie Teile des Gewinns verwenden, anstatt es zentral abzuführen. Damit war die Idee verbunden, dass auch ein Wettbewerb zwischen den Betrieben entstehen kann und jetzt sozusagen eine Belohnung der Belegschaft und des Management über das Abschneiden im Wettbewerb aufgrund einer Gewinn- und Verlustrechnung stattfinden kann. So, was man sagt auf Englisch, the elephant in the room, war jetzt die Frage, was passiert mit Betrieben, die jetzt ständig nur Verluste erwirtschaften, sollen die geschlossen werden oder nicht? Und da gab es zum Beispiel den tschechoslowakischen Ökonom Otto Sik, der schon 1965 gesagt hat, okay, man muss es zulassen, dass es Konkurse gibt und dann die Arbeiter irgendwo anders unterbringen. Und Otto Sik war auch der Architekt des ökonomischen Programms des Prager Frühlings später. Und auch Liebermann in der Sowjetunion hat auch Betriebsschließung befürwortet. Das waren aber Forderungen, die oft dem Mainstream in der Partei und auch in der Bevölkerung zu weit gingen, weil ja das Recht auf Arbeit als ganz zentrale Errungenschaft des Sozialismus galt. Ja. Das waren, denke ich, erstmal zentrale Punkte. Und wie gesagt, es gab Unterschiede. Jugoslawien stand die Unternehmensreform im Vordergrund, in Ungarn Ende der 60er Jahre die Preisreform. Und Isabella wird uns nachher noch einiges zu den Versuchen der Preisreform in China erzählen, weil die Preisreform wurde als zentral angesehen, weil wenn alle Preise nur politisch durch den Staat festgelegt werden und keine Preise sind, die den Wert widerspiegeln oder einen Marktpreis widerspiegeln, können sozusagen Gewinn und Verlust der Betriebe nicht richtig abgebildet werden. Und das Argument der Reformökonomen war deswegen, um sozusagen das Anreizsystem der Betriebe zu verändern, ist eine Preisreform dann unabdinglich. Und ein anderes großes Problem war, dass natürlich die Grundnahrungsmittel hoch subventioniert waren. Also das war in der Sowjetunion und im maoistischen China einer der größten Posten im Staatshaushalt. Und davon wollten sozusagen die Reformer weg. Aber da war auch das Problem, dass es da oft in der Bevölkerung wenig Akzeptanz gab. Zum Beispiel in Polen hängen alle Arbeiterunruhen in den 70ern und Anfang der 80er Jahre damit zusammen, dass die Regierung versucht hat, die Preise für Grundnahrungsmittel beziehungsweise in Polen für Fleisch zu erhöhen. Ja, das war vielleicht die erste Runde auf die Frage. Danke, Felix. In Anbetracht deiner Ausführungen, inwiefern können wir dann vom Marktsozialismus als sozialistisch sprechen? Ja, sagen wir mal, diese Reformkräfte sind schon noch davon ausgegangen, dass es weiterhin die Führungsrolle der kommunistischen Partei geben muss. Also selbst in Jugoslawien, wo das Bund der Kommunisten hieß, wurde das ja nicht in Frage gestellt. Im Prager Frühling hat man ja eine ökonomische Reform mit einer politischen Liberalisierung verbunden. Das war sehr weitgehend, wo die Kritiker gesagt haben, das würde auf einen Systemwechsel hinauslaufen. Aber im Allgemeinen haben die Reformer sozusagen die Reform im Rahmen des politischen Systems und auch im Rahmen der Planwirtschaft formuliert. Und sie haben auch nicht bestritten, dass der Staats- und der Kollektivsektor sozusagen Priorität haben sollen. Die Kritiker waren natürlich dort anderer Meinung. Man kann auch zum Beispiel lesen im Internet, ist Jugoslawien ein sozialistischer Staat? Fragezeichen. Das ist aus der Polemik der Generallinie der KP China mit der KPDSU. Die Antwort war nein. Und Ernest Mandel in seiner Kritik am jugoslawischen Modell hat ähnlich argumentiert. Und also ein großer Kritikpunkt an diesen Wirtschaftsreformen war, dass durch die Betriebsautonomie und den Wettbewerb zwischen den Betrieben die Arbeiterklasse gespalten wird, ja, und dadurch an Macht verliert. Und auch, dass durch diesen Wettbewerb regionale Unterschiede
verstärkt werden. Und Ernest Mandel hat dann ausdrücklich im Fall von Jugoslawien zum Beispiel die Tourismusindustrie genannt. Also Kroatien hat eine wunderschöne Küste, hohe Tourismuseinnahmen. Andere Teile des Landes haben keine Küste und können diese Einnahmen nicht generieren. Ja, und in Jugoslawien war das schon seit den 60er Jahren ein ganz zentraler Streitpunkt, wie diese Einnahmen verteilt werden sollten. Ein anderes Argument war, dass durch diese Betriebsautonomie die Macht der Manager gestärkt wird und dadurch eine neue Kapitalistenklasse entstehen könnte, die sich auf legale, aber auch sozusagen durch die Macht auch auf illegale Weise bereichern kann. Und es wurde auch argumentiert, dass sozusagen eine lokale Einbehaltung der Profite unfair ist, weil vielleicht hat eine Stadt eine große Autofabrik, ja, und eine andere Stadt nur Kleinbetriebe und so weiter. Und dann sowohl die trotzkistische Kritik als auch die orthodox-maoistische Kritik hat also dann die Gefahr einer Restauration des Kapitalismus beschworen. Und ein Aspekt dieser Reform war ja auch, dass man sich stärker zum Weltmarkt öffnen wollte, weil der Traum von einem autarken sozialistischen Weltmarkt, der die Technologie selber entwickelt, geplatzt war. Das heißt, man wollte auch die westliche Technologie haben und da wird auch sozusagen den Jugoslawen dann in den 60er Jahren auch schon von China vorgeworfen, sie würden sich an das internationale Kapital verkaufen und so weiter. Also das waren sozusagen die Hauptkritikpunkte daran. Ja, danke, Felix. Vor dem Hintergrund dieses Überblicks über die theoretische Debatte, wo wurde denn Marktsozialismus umgesetzt und wo blieb es bei Reformvorschlägen? Und wie evaluierst du die Versuche, einen quote-unquote real existierenden Marktsozialismus zu errichten? Ja, genau, also ich habe gesagt, das ist ja praktisch schon John Chiffre für verschiedene Reformen und ich sehe sozusagen den ernsthaftesten Versuch in der Phase von 1962 bis 1968 und da also die DDR, Ungarn, vorher Jugoslawien und später China. In anderen Ländern gab es das aber auch wie in Rumänien oder in der Sowjetunion dann in abgeschwächter Form. Und man kann natürlich sagen, dass eigentlich in allen Ländern diese Reformen aus heutiger Sicht natürlich gescheitert sind. Die Anhänger sagen bis heute, es war irgendwie zu kurz. Ja. Aber ein anderes Problem war der außenpolitische Spielraum, der von der Sowjetunion bestimmt worden ist, ja, wo dann große Sorge nach dem Prager Frühling bestand. Und es ist ja auch nicht unumstritten, dass die Sowjetführung auch dazu beigetragen hat, dass 1971 Walter Ulbricht gestürzt worden ist und dass Nöspel in der DDR beendet wurde. Das war ein Problem. Aber ein anderes Problem war auch, dass besonders in der Arbeiterklasse oft noch sehr egalitäre Vorstellungen vorhanden waren. Das sagen auch Studien zur DDR und auch zur Tschechoslowakei, dass da diese Idee, das Lohnsystem sehr stark auszudifferenzieren, wo allerdings die technische Intelligenz viel zu gewinnen hat, doch mit großer Skepsis aufgenommen wurde. Und während des Prager Frühlings gab es auch also Angst vor Arbeitslosigkeit. Das waren wahrscheinlich erstmal nur Gerüchte, obwohl Sick das auch natürlich vorher schon formuliert hatte, wo auch die Arbeiterschaft nicht zu den größten Anhängern von der Reformpolitik von Dubček gehört hat. Ein anderes großes Problem, da kannst du vielleicht noch auch eher mehr zu sagen, war, Preisreform bedeutet in der Regel erstmal Erhöhung der Preise, der sozusagen Grundnahrungsmittel, weil die ja besonders hoch subventioniert waren. Es führte eigentlich auch immer zu Inflation. Also Ungarn hat ein großes Problem mit der Inflation und Jugoslawien hatte auch ein sehr großes Problem. Und ja, dann war immer die Frage, soll man gleich die Löhne erhöhen, wenn sich die Preise erhöhen? Also diese Preisreform war sehr schwierig. Und es gibt jetzt einen neuen Kinofilm über den sowjetischen Arbeiteraufstand von 62, den Khrushchev blutig niedergeschlagen hat. Und der Auslöser war auch den Versuch, die Preise für
Gebäck, Kuchen und Milchprodukte zu erhöhen. Und nach diesem Arbeiteraufstand hat sich also die Sowjetunion dann bis in die 80er Jahre nicht mehr getraut, diese Preise nochmal anzutasten. Ein anderes Problem des Scheiterns ist, glaube ich, dass es diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Man nimmt im Westen Kredit auf, kauft davon westliche Technologie, exportiert dann auf dem Weltmarkt und zahlt die Schulden zurück. Polen ist schon Anfang der 80er Jahre zahlungsunfähig, Jugoslawien hat sehr große Schulden, Rumänien ist hochverschuldet, Ceausescu reagiert dann mit einer brutalen Sparpolitik in den 80er Jahren, die Staatsschuldenkrise trifft die DDR später, also das ist in der Form mit dem Technologietransfer nicht aufgegangen. Danke, wir sind jetzt eigentlich schon am Limit der Zeit angekommen, aber ich möchte trotzdem noch die letzte Frage in kurzer Form stellen. Ist China heute marktsozialistisch? Ja, also meine Meinung ist, dass in den 80er Jahren es sehr viel Parallelen zu Osteuropa gibt, aber der eigentliche Bruch war dann 1992 und die Reform der Staatsindustrie, wo also viele Staatsbetriebe geschlossen worden sind. Es gibt Schätzungen, 40 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen entlassen worden sind und praktisch ein Arbeitsmarkt eingeführt worden ist und die Arbeitskraft kommodifiziert worden ist. Und das war also ein Schritt, wo die Staaten im sowjetischen Einflussbereich alle zurückgeschreckt sind. Also es gab ja in Jugoslawien auch eine größere Arbeitslosigkeit. Aber die KP China war also willens, große soziale Verwerfung und auch große soziale Unterschiede in Kauf zu nehmen. Und davor hatten, glaube ich, die Parteien in Osteuropa Angst oder wollten es nicht. Und natürlich in der DDR, ihn saß bis zum Schluss der 17. Juni von 1953 im Nacken und in Ungarn war immer noch das Schreckgespenst vom Aufstand von 1956 sozusagen präsent, was auch, denke ich, die Parteiführung vor solchen unpopulären Maßnahmen zurückgehalten hat. Und China hatte natürlich ganz andere Bedingungen. Sie hatten noch mehrere hundert Millionen sogenannte Überschussbevölkerung auf dem Land, die dann in diese Weltmarktfabriken reingegangen sind, also die Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen. Und China konnte zum Billiglohnland werden. Also in Osteuropa waren ja ganz andere Bedingungen schon in den 80er Jahren. Also fast die ganze Bevölkerung war in den Sozialstaat integriert. Man hatte schon ein höheres Ausbildungs- und auch Lohnniveau. Also ich glaube, die osteuropäischen Staaten hatten gar nicht diese Option von China in den 80er Jahren, selbst wenn sie gewollt hätten, sozusagen zu dieser Werkbank der Welt zu werden. Herzlichen Dank, Felix. Nochmal große Empfehlung. Ja. Felix hat schon einige der Kernpunkte angesprochen, aber das Buch ist wirklich die Lektüre wert. Ja. Danke, Felix. Da ich so eine trockene deutsche Einleitung gemacht habe und Isabella so eine lobende amerikanische, muss ich jetzt auch nochmal sagen, also Isabellas Buch ist also richtig eingeschlagen und sie hat das jetzt schon an verschiedenen Universitäten und in anderen Zusammenhängen vorgetragen, weil es wirklich sonst auch fast niemanden gibt, der diese ökonomische Ideengeschichte des modernen Chinas macht, muss man sagen. Und die anderen, die das vielleicht noch gemacht haben, sind Herren im hohen Alter. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Buch How China Escaped Shock Therapy, The Market Reform Debate. Und wir steigen jetzt ein, also in China zur Reform und Öffnung 1978. Und ich formuliere meine erste Frage. Warum identifizierten die Ökonomen und Politiker nach 1978 das Preissystem, ja, als das Hauptproblem und auch die Preisreform als Schlüssel der Wirtschaftsreform? War das Preissystem wirklich sozusagen der Hauptgrund? Oder wurde das nur so geframed, weil man die Eigentumsform noch nicht in Frage stellen durfte? Also Privatisierung durfte man damals noch nicht fordern. Oder anders gefragt, ging es wirklich allen Reformern um eine Reform des Sozialismus oder versteckten einige Ökonomen hinter den offiziellen Formeln ihre eigene Agenda zur Einführung einer liberalen Marktwirtschaft nach westlichem Vorbild?
Ja, danke, Felix. Da Felix die sehr teure Hardback-Ausführung hat, nutze ich noch die Gelegenheit, auch das Buch noch einmal zu zeigen, so wie es wirklich aussieht. Danke, Felix. Ich denke, ein Teil der Antwort auf diese Frage kam bereits in den Antworten deiner Antworten auf meine Fragen vor. Und zwar ist das Preissystem natürlich nicht der Kern der institutionellen Organisierung des Wirtschaftssystems, aber es ist eine Reflexion der institutionellen Realität des Wirtschaftssystems und es ist insofern eine Dimension des Wirtschaftssystems, das wirklich alle Bereiche betrifft. Und insofern habe ich mich in dem Buch auf die Preisreformdebatte fokussiert als einen Ankerpunkt, um diese sehr komplexen, sehr heterogenen, verschiedenen Positionen zusammenführen zu können. Wie du gesagt hast, waren im klassischen Modell natürlich Preise nicht vorwiegend als Anreizmechanismen für individuelle Akteure designt. Anstatt dessen hatten Preise die Rolle, einen Umverteilungsmechanismus darzustellen, insbesondere natürlich die Umverteilung vom Land in die Stadt, aber auch zwischen Sektoren war es ja so, dass die Preise von Rohmaterialien und wichtigen Produktionsgütern systematisch unter jeglichen Kostschätzungen gesetzt wurden, während sogenannte Luxusgüter oder nicht essentielle Güter systematisch über irgendeine Art von kostenbasierten Schätzung von Preisen angesetzt wurden, sodass im Übergang von einem System, das sozusagen versuchte, eine Planwirtschaft zu sein, zu einem System, das stärker die individuellen Anreize als Mechanismus in der Koordinierung der Gesamtwirtschaft verwendet, es zentral war, die Preise zu verändern. Da die Preise in dem vorherigen System so gesetzt waren, dass einige Produktionseinheiten sozusagen dem Design nach Verluste gemacht haben, während andere Produktionseinheiten als Ergebnis der Organisation des Gesamtsystems und nicht als Ergebnis ihrer überlegenen Produktivität oder überlegenen Organisation sehr hohe Profite erwirtschaftet haben. Sodass die Frage der Umstrukturierung des Preissystems von Anfang an eine zentrale Herausforderung gestellt hat und immer im Einklang mit der Frage ging, der größeren Autonomie von Unternehmen, da zu dem Zeitpunkt, zu dem man zu einer größeren Autonomie von Unternehmen übergeht, auf einmal die Preise eben eine ganz andere Rolle einnehmen und nicht mehr nur als makroökonomischer Umverteilungsmechanismus fungieren sollen, sondern tatsächlich eben als Anreizmechanismus für individuelle Einheiten. Natürlich war es dennoch so, dass die Frage der Privatisierung, insbesondere in den späten 70er und den frühen 80er Jahren, politisch noch nicht auf der Agenda stand. Ziemlich früh wurde bereits von Märkten gesprochen. Schon 1979 hat Deng Xiaoping davon gesprochen, dass man ja im Sozialismus auch Märkte als Instrument in der Hand des kommunistischen oder sozialistischen Staates verwenden könne. Dennoch war die Frage der Veränderung der Eigentumsverhältnisse erst in den späten 80er Jahren explizit auf der Agenda. Die Logik der Veränderung der Eigentumsverhältnisse und der Veränderung der Organisierung der Unternehmen ist dennoch schon sehr früh in der Debatte präsent. Und zwar im Kontext dessen, dass es in China eine Verschiebung des Diskurses gab, im Gegensatz zur späten Mao-Periode, wo ja die Idee war, dass man sozusagen zunächst die Organisierung der Wirtschaft immer revolutionärer gestalten sollte und dann die wirtschaftliche Entwicklung dem folgen würde, während es dann in den späten 70er Jahren eine komplette Umkehrung gab, wo die Idee eher diejenige war, wie sie in den 20er Jahren im sowjetischen Kontext artikuliert wurde, dass man zunächst die Produktivkräfte entwickeln müsste und dann sozusagen höhere Formen der sozialistischen Organisierung anstreben könnte. Das wurde unter dem Schlagwort des Primary Stage of Socialism, wie auch immer man das auf Deutsch richtig ausdrückt, des frühen Stadiums des Sozialismus diskutiert, wo die Idee war, dass solange sich China sozusagen in diesem frühen Stadium des Sozialismus befindet, kapitalistische Praktiken
eingeführt werden müssten und man von diesen lernen müsste, um die Produktivkräfte so voranzutreiben, dass dann irgendwann in einer fernen Zukunft eine höhere Form des Sozialismus möglich wäre. In den späten 70er Jahren ist das noch eine Debatte, die beginnt unter sehr einflussreichen Intellektuellen geführt zu werden, aber die dennoch politisch noch bei Weitem nicht Mainstream ist oder nicht hegemonial oder nicht anerkannt ist und in tatsächlich auch einige der frühen Artikel dann verboten werden. Im Jahr 87 wird die Idee des Frühstadiums des Sozialismus dann zur Parteiideologie. Und wie ich im Buch schreibe, denke ich, dass das zu einer Art von Anything Goes Interpretation des Sozialismus führt, wo sozusagen, was auch immer man vom Kapitalismus lernt, man eben lernt, um die Produktivkräfte voranzutreiben und damit sozusagen kapitalistische Entwicklung letztlich so umgedeutet werden kann, dass sie dem fernen zukünftigen Ziel eines höheren Stadiums des Sozialismus dient, sodass es dann eben zu einem ziemlich vagen und über weit gefassten Begriff des Sozialismus in der Gegenwart kommt. Ja. Zu der Frage, ob, Entschuldigung, noch ein, so, ein letzter Satz. Entschuldigung. Zu der Frage, ob es eine Art von geheimen Versuchen gab, tatsächlich liberale Wirtschaftsformen zu etablieren. Ich denke, es gab durchaus Gruppen von Ökonomen in den 1980er Jahren, die sehr fasziniert waren vom Westen, die sehr beeindruckt waren von kapitalistischen Wirtschaften, die sehr beeindruckt waren von der westlichen Wirtschaftswissenschaft, die auch kulturell sich sozusagen angefangen haben, sehr stark zu orientieren. Im Buch habe ich verschiedene Bilder aus den 80er Jahren aufgenommen. Und ein Bild ist von der berühmten Bootkonferenz, der Barshanlon-Konferenz im Jahr 1986. Und was ich daran wirklich bemerkenswert finde, ist, dass der Swimmingpool auf dem Deck dieses Bootes mehr Platz einnimmt als die Teilnehmer und man die Gesichter der Nobelpreisträger kaum erkennen kann, da das halbe Foto voll ist mit dem Pool. Was, denke ich, ein kulturelles Statement ist, dass man sozusagen versucht, modern zu sein, man versucht, westlich zu sein, man versucht, sich einer bestimmten wissenschaftlichen, intellektuellen und letztlich dann eben auch wirtschaftlichen Kultur anzupassen und dass in diesem Kontext durchaus Ideen einer kompletten Liberalisierung der Wirtschaft sehr attraktiv werden und durchaus auch Anhänger in China finden. Ja, danke. Heute sagt ja Xi Jinping, sie sollen ein Selbstbewusstsein für die Überlegenheit des eigenen Systems wieder entwickeln. Ja, das war in den 80er Jahren, glaube ich, anders. Ja, also in deinem Buch geht es ja hauptsächlich um die Debatten zwischen den Ökonomen, aber auch die Debatten der Ökonomen mit der politischen Führung. Die Akteure waren sich eigentlich alle einig, dass es Reformen geben muss und es mehr Marktelemente geben muss. Nun gab es aber zwei Lager, wie du beschreibst, wie das vonstatten gehen soll. Also eine Fraktion wollte dieses duale System von Plan und Markt mit einem Big Bang aufheben, was später Schocktherapie genannt wurde, und alle Preise freigeben. Und dann gab es eine andere Fraktion, die also dieses duale System erstmal beibehalten wollte und vor allen Dingen Angst hatte, dass ein Big Bang eine große Inflation auslösen wird. Und sie argumentiert haben, vor allen Dingen die inflationären Tendenzen müssen kontrolliert werden. Welche Argumente führten die beiden Seiten für die jeweilige Reformagenda an? Und warum ist diese Auseinandersetzung für dich so zentral, um den Verlauf der chinesischen Entwicklung zu verstehen? Ja, danke, Felix. Ich möchte ganz kurz vorab einschieben, dass ich denke, dass mein Buch in der Fokussierung auf diese zwei Lager innerhalb des Camps der Reformer eine Intervention macht in eine Interpretation der Reformära, die bisher sehr stark auf eine Konfrontation zwischen sogenannten Konservativen und sogenannten Reformern fokussiert war, wo ich sozusagen im Gegensatz dazu versuche, in den Vordergrund zu stellen, dass es natürlich eine Konfrontation gab zwischen denjenigen, die keine Reform wollten und denjenigen, die Marktreform wollten, aber dass die Konfrontation und die Konflikte innerhalb des Camps derjenigen, die Marktreformen wollten,
enorm intensiv waren und meiner Lesart sehr konsequenzenreich. Damit argumentiere ich auch, dass es sozusagen im Übergang vom Sozialismus zu einer kapitalistischen Form der Organisation der Wirtschaft Variationen gibt, die entscheidend sind und dass es einen Unterschied macht, ob man sozusagen in eine Art von staatsgesteuerten Kapitalismus übergeht oder in eine neoliberale Art des Versuchs einer freien, in Anführungsstrichen, Marktwirtschaft. Was waren die großen Unterschiede innerhalb des Camps derjenigen, die sich mit der Frage der Reform auseinandergesetzt haben? Einerseits gab es die Marktreformer, die ihre Inspiration sehr stark von den osteuropäischen, häufig Ökonomen, die sich im Exil befunden haben, gezogen haben. Insbesondere Ota Schick, der bereits von Felix erwähnt wurde, aber auch Bruce, Kornay und andere, wo die Logik, die grundsätzliche Logik der Reform war, dass man eine Analyse des Ausgangssystems erstellt, das ein idealisiertes Modell, das der Planwirtschaft als Ausgangspunkt nimmt, sich dann fragt, was das Zielmodell sein sollte. Das Zielmodell sollte im Grunde genommen eine Wirtschaft mit freier Bewegung der Preise sein, wobei die freie Bewegung der Preise mehr oder weniger mit dem Markt gleichgesetzt wurde und unter Umständen von ausreichender Unternehmensautonomie zu einer Art von perfekten Marktwirtschaft führen sollte, sodass man sozusagen zwei Idealzustände hat, die man gegenüberstellt, den Ausgangspunkt der Planwirtschaft und das Zielmodell der Marktwirtschaft. Und die Idee dann war, dass man sozusagen planmäßig so schnell wie möglich von dem Ausgangsgleichgewicht in ein neues Gleichgewicht übergeht. In diesem Kontext war die Idee der Preisliberalisierung zentral. Da gab es verschiedene Varianten. Manche Varianten hatten vorgesehen, dass man, bevor man komplett liberalisiert, noch eine Anpassung basierend auf Berechnungen von Gleichgewichtspreisen vornimmt. Aber im Kern ging es sozusagen darum, die Preise so schnell wie möglich zu liberalisieren und insbesondere die Preise von wichtigen Gütern zu liberalisieren, insbesondere die Preise von zentralen Produktionsgütern, die innerhalb der Organisierung der Industrie eine Schlüsselfunktion einnehmen. Sodass dann die Idee war, dass man sozusagen makroökonomische Austerität ausübt und dann sozusagen eine schnelle Liberalisierung der Preise vornimmt und die Preise sich dann, da sie ja dann frei wären, auf das richtige Niveau bewegen würden und damit dann den Unternehmen die richtigen Anreize geben würden und man dann sozusagen eine Marktwirtschaft hätte, die mehr oder weniger dem Bild entspricht, wie man es in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern nachlesen kann. Auf der anderen Seite waren die sogenannten Dual-Track-Reformers, die aus den landwirtschaftlichen Reformen wirklich sich formierten als eine Denkschule und die gewissermaßen eine intellektuelle Strömung darstellen, die ziemlich anders funktioniert als die marktsozialistischen Strömungen, die Felix auch im osteuropäischen Kontext dokumentiert hat. Dabei war die Idee, dass man sozusagen nicht primär sich auf universell richtige Anreize im Sinne von Preisen orientiert, sondern dass man anstattdessen sich fragt, wo man im existierenden System Freiräume sieht, wo Marktmechanismen eingeführt werden können, ohne den Kern des industriellen, urbanen Wirtschaftssystems zunächst anzutasten. Und indem man diese Freiräume nutzt und dort Marktmechanismen einführt, eine Dynamik auslöst, die sozusagen dann im graduellen Sinne zu einer grundsätzlichen Veränderung der gesamten Wirtschaft führt. Konkreter gesagt ging es darum, dass Unternehmen jetzt sozusagen weiterhin ihren Teil am Plan beitragen sollten, auch zu den planmäßig gesetzten Preisen, aber darüber hinaus frei waren
für den Markt zu produzieren, was dazu führen sollte, dass sie sozusagen ihre Produktion effizienter gestalten, da sie nun nicht mehr Anreize haben, Dinge zu horden, sondern anstattdessen sehr hohe Anreize haben, ihren Output auf den Markt zu bringen, um hohe Gewinne zu erzielen, die dann auch proportsmäßig in den Betrieben bleiben sollten und damit sozusagen der Anreiz des Marktes eingeführt werden sollte, ohne die Organisierung des Plans zunächst aufzugeben. Ja, heute betont die chinesische Regierung ja besonders gerne die chinesische Besonderheit ihres Modells Zhongguo Tisi, Shihui Zhuyi. In deinem Buch zeigst du ja, dass es einen regen Gedankenaustausch gab von Politikern und Wissenschaftlern mit Ökonomen der Weltbank zum Beispiel, mit den osteuropäischen Reformökonomen, aber auch mit neoliberalen Ökonomen wie Milton Friedman, der auch von Zhao Ziyang empfangen worden ist. Andererseits wurden auch Delegationen nach Ungarn und Jugoslawien geschickt, um dort von den Reformen zu lernen, also schon Ende der 70er Jahre nach Jugoslawien. Sogar das deutsche Erhard-Wunder wurde diskutiert, ja, dass Ludwig Erhard das deutsche Wirtschaftswunder ausgelöst hätte mit der Freigabe der Preise. Aber welche Bedeutung hatten letztendlich denn diese ausländischen Einflüsse und was lernten Sie von den Erfahrungen anderer Länder tatsächlich? Ja, also was die ungarischen und jugoslawischen Reformen angeht und die Lektionen dieser Reformen, gibt es meiner Lesart nach eine ziemliche Polarisierung im chinesischen Diskurs, wo einerseits sozusagen einige der zentralen Marktsozialisten aus Osteuropa selber nach China reisen und ihre Vorstellungen mit den chinesischen Ökonomen diskutieren. Man muss sich aber daran erinnern, dass eben Personen wie Ottar Schick, aber auch Strominski und so weiter, der Leiter des polnischen Preisbüros gewesen war, in den frühen 80er Jahren bereits weitestgehend ihre Hoffnungen für die Reformfähigkeit des Sozialismus aufgegeben hatten und tatsächlich auch basierend auf den Erfahrungen der mehr oder weniger gescheiterten Versuche des Marktsozialismus, die Felix dargelegt hatte in seinen Antworten, weitestgehend zu dem Schluss gekommen waren, dass ein gradueller Ansatz, eine schrittweise Reform des Sozialismus keine Aussicht hätte und dass China deswegen anstatt im Stadium der schrittweisen Reform stecken zu bleiben, das Momentum, das aufgebaut worden war für Reformen, nutzen sollte und deswegen in einem großen Sprung, in einem großen Schock sich auf ein neues System zubewegen sollte. Und in diesem Kontext wurde die Erhard-Reform häufig als Beispiel angeführt, als eine Art Beweis, dass die Möglichkeit, einen Sprung in den Markt vorzunehmen, besteht und dass das eine erfolgreiche Praxis sein könnte. Dabei handelt es sich um eine enorm romantisierte Vorstellung vom Erhard-Wunder, wie ich in einem Band, den Felix rausgegeben hat, der Teil der Jahrbücher des Jahrbuch der historischen Kommunismusforschung, Entschuldigung, in dem auch einige Aufsätze zu den 80er Jahren und den Debatten und dem Verhältnis mit den osteuropäischen Debatten veröffentlicht wurden. In diesem Aufsatz zeige ich, dass die Lesart des Erhard-Wunders von diesen idealistischen Reformökonomen durchaus sehr metaphysisch war und die tatsächliche Entwicklung der westdeutschen Wirtschaft unmittelbar nach der Preisreform sich doch ziemlich anders dargestellt hat. Und diese Lektion haben dann auch eine Delegation chinesischer Ökonomen in Deutschland erforscht, wo sie sozusagen sich auf den Weg gemacht haben, mit Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung verschiedene Leute zu interviewen, die in Deutschland an den Erhardschen Preisreformen beteiligt waren. Interessanterweise oder fast auch ironischerweise spricht sich in diesem Kontext Herbert Girsch, der gemeinhin als Ordoliberaler bekannt ist und auch für seine Verbindungen und seine Rolle in der Mont-Pelerin Society, die gemeinhin als
so eine Art internationale Versammlung der Neoliberalen gesehen wird, bekannt ist, der in dem Gespräch mit der chinesischen Delegation warnt vor der Vorstellung, dass man eine Marktwirtschaft in einem Sprung etablieren könnte und darauf verweist, dass im westdeutschen Kontext, als die Preisreformen durchgeführt wurden, Unternehmen vorhanden waren, eine Bekanntheit, ein Wissen des Funktionieren von Marktwirtschaft gegeben waren, wie sie im chinesischen Kontext nicht gegeben waren, sodass das ein Warnsignal wird, das zurückgeschickt wird nach China, dass eine schockartige Liberalisierung von Preisen nicht das Reformproblem lösen würde, sondern anstattdessen es zu Inflation kommen würde und diese Inflation anstatt eben den Marktreformen zuträglich zu sein, tatsächlich die Aussichten auf erfolgreiche Marktreformen unterwandern würde. Eine ähnliche Nachricht wurde auch von einer Delegation nach Ungarn und Jugoslawien zurückgeschickt, die sozusagen diese Erfahrungen, auf die sich Felix auch berufen hat, der inflationären Phasen, die Teilliberalisierung von Preisen folgten und den enormen sozialen und politischen Konflikten, die damit verbunden waren, in anderen sozialistischen Ländern hervorheben, was mit dazu führt, dass die chinesische Führung sich letztlich dann gegen diesen Schritt entscheidet. Was natürlich auch interessant ist, dass Erhard Wunder hat ja auch Helmut Kohl dann nach der deutschen Einheit wieder beschworen und da ähnliche Vorstellungen hat, die dann auch gescheitert sind. Angesichts der fortschreitenden Zeit ziehe ich jetzt mal die letzten Fragen zusammen und kürze sie etwas ab. Mir ist aufgefallen bei der Lektüre der Marktsozialisten, dass kaum thematisiert wird, wie sich eigentlich die Klassenverhältnisse vielleicht verändern werden durch die Reform. Das hat mich eigentlich gewundert. Haben die das nicht mitbedacht oder wussten sie, dass es da zu größeren Verwerfungen kommen würde und haben es deswegen nicht thematisiert? Und die letzte Frage wäre gewesen, also dein Buch heißt, wie China der Schocktherapie entflohen ist, wo du also auf 88 dann sozusagen anspielst, wo sich ja dann die Befürworter der Schocktherapie nicht durchsetzen könnten. Aber es gab dann nochmal diese große Privatisierungswelle der Staatsindustrie unter Zhu Rongji 1998. Kam dann die Schocktherapie nicht doch noch später? Und du kannst sicher über beide Fragen lange informative Vorträge halten, aber vielleicht muss es jetzt die Zusammenfassung sein. Okay, zur ersten Frage nur ganz kurz. Im Bereich der theoretischen Debatten zum Marktsozialismus ist, glaube ich, das Problem, dass sie primär von der Neoklassik ausgehen und die Neoklassik keine Klassenanalyse hat und insofern intellektuell die Klassenanalyse nicht wirklich Teil der Debatte ist, was natürlich politisch gelegen kommt. Zur zweiten Frage möchte ich nur einen Punkt machen. Meine These im Buch ist nicht, dass es in China keine schockartigen Liberalisierungen gab. Meine These ist auch nicht, dass es nicht zu enormer sozialer Härte in den 90er Jahren kam und dass es zu einer enormen Umwälzung im Arbeitsmarkt kam, gab es eine weitreichende Kommodifizierung von Arbeit mit all den Konsequenzen, die in einem armen Entwicklungsland in den 90er Jahren, das noch vorwiegend agrar-landwirtschaftlich ist, die damit einhergehen. Mein Punkt ist, dass es nicht zu einer Schocktherapie in dem Sinne kam, wie Schocktherapie im wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs definiert wird. Und dabei ist die Idee sozusagen, dass man schockartig den Kern des Wirtschaftssystems liberalisiert und damit in einem großen Schub versucht, ein neues Wirtschaftssystem zu errichten. Selbst in den 90er Jahren, was auf jeden Fall die neoliberalste Phase der chinesischen Reformentwicklung war, war ja der entscheidende Slogan in der Unternehmensreform Grasping the big and letting go of the small. Also man sollte die Großen in der Hand behalten und die kleinen Unternehmen
aufgeben, was natürlich dazu geführt hat, dass es Massenprivatisierung gab, was auch häufig bedeutet hat, dass Unternehmen in wichtigen Schwerindustrien privatisiert wurden und das zu einer enormen Umwälzung auf dem Arbeitsmarkt kam. Dennoch kam es meiner Lesart nicht zu einem Rückzug des Staates aus den sogenannten Commanding Heights der Wirtschaft auf eine Art und Weise, wie es die Schocktherapie vorgesehen hätte, wobei die Schocktherapie darauf beruht, dass man sozusagen nach Möglichkeit eine strikte Trennung zwischen Markt und Staat möchte, wenn das chinesische Modell darauf beruht, dass der Staat in den zentralen Sektoren eine aktive und marktteilnehmende Rolle spielt. Ja, vielen Dank.